Hallo Anton, altes Haus, wie geht's? Erinnerst du dich an die Zeit, als es noch Fräuleins gab? Da fuhren auf den Gleisen solche Ungetüme. Sie bliesen tonnenweise Feinstaub und CO2 in die Luft. Wenn man sich aus dem Fenster lehnte, flogen einem Rußkrümel ins Auge. Aber sie fuhren mit Diesel. Mit stinkendem Diesel. Wenn wir draußen Cowboy und Indianer spielten, wurden wir vor den Zigeunern gewarnt. Und beim Bäcker konnten wir Amerikaner und Mohrenköpfe kaufen. Diese Negerküsse gab es erst später. Eskimo-Eis gibt es auch nicht mehr. Am Kiosk konnte man das ganze Jahr Judenfürzle kaufen. Heute ist es Feuerwerk Kategorie F2 und darf nur zu Silvester verkauft werden. Fräulein, 2 Bier.